Moin Leute, was geht? Hier ist wieder euer Geist. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unendlich Klaus bekommt in komplett verbessert. Hierfür müsst ihr als erstes Strom und Packer Punch einschalten. Danach braucht ihr die Mikrowellenschüssel, die hebt ihr von diesem Trümmerhaufen links und rechts neben dem Packer Punch auf. Diese Mikrowellenschüssel fügt ihr dann hier in die Kleidungsfabrik in diesen Arsenal ein. Jetzt müsst ihr Klaus bauen. Ihr braucht hierfür zwei Teile, das erste Teil und zwar die Hände. Bekommt ihr, indem ihr Hirnfäule auf eine Waffe packt und dann dort in dieses Hotelzimmer geht, wo ich hingehe. Hier müsst ihr nun einen Zombie mit Hirnfäule anschießen. Wenn ihr das gemacht habt, wird der hinter euch die Tür aufbrechen. Und sobald die Tür offen ist, geht ihr rein und hebt von dem Zombie auf dem Bett Klaus seine Roboterhände auf, die um seinen Hals sind. Als zweites braucht ihr die Batterie von den Krasny-Soldaten, der in Runde 10 spawnt. Tötet den einfach. Und wenn ihr ihn getötet habt, dann droppt ihr euch die Batterie. Wenn ihr die Batterie und die Hände habt, dann begebt euch nach unten zu Klaus. Klickt einmal drauf, dann wartet ihr, bis er kommt. Dann könnt ihr hier in diesen Raum gehen, Klaus hier hinrufen und euch die Taschenlampe holen. So, jetzt muss Klaus erstmal so viele Kills machen, sodass ihr ihn das erste Mal verbessern könnt. Wenn ihr die Mikrowellenschüssel eingefügt habt, dann hört ihr so einen Soundeffekt, so eine Art irgendwie, als ob sich etwas auflädt. Und das heißt dann, dass Klaus voll ist und ihr könnt den dann verbessern. Hierfür müsst ihr Klaus dorthin rufen, wo ihr auch die Mikrowellenschüssel eingefügt habt, in der Kleidungsfabrik. Dann geht er da in diese Maschine rein und jetzt müsst ihr ihn eine Minute lang verteidigen. Wenn ihr ihn nun verteidigt habt, dann müsst ihr als nächstes den Easter Egg Schritt machen mit dem geheimen Labor, wo ihr die Kanister füllen müsst. Hierfür müsst ihr Klaus nach unten in die Kanalisation rufen, zu dieser Wand hier, und er wird dann die Wand aufschlagen. Nachdem die Wand auf ist, müsst ihr mit der Wunderwaffe und zwar diesen Energieaufsatz die Tür aufschmelzen. Einfach drauf sprayen, dann geht ihr hier rein und es startet dann eine Bonusrunde. Sobald die Bonusrunde vorbei ist, dann werden diese roten Energiekugeln um diese Geräte herum verschwinden und ihr könnt die Kanister aufheben. So Leute, ich werde euch jetzt nicht ausführlich zeigen, wo jeder Kanister ist. Ich werde euch oben ein Video verlinken von einem Easter Egg Tutorial, was ich aufgenommen habe. Und dort sind auch Zeitstempel und ihr könnt direkt an diese Stelle springen und dort dann schauen, wie es geht, falls ihr es nicht wisst. Wenn ihr diesen Step dann fertig gemacht habt, dann müsst ihr nur noch zwei Disketten suchen, um Klaus auf Stufe 2 und 3 zu verbessern. Und die befinden sich in Schaltkästen. Wenn ihr mit der Taschenlampe draufleuchtet, seht ihr so einen Totenkopf und dort bringt ihr dann Klaus hin. Ich zeige euch jetzt alle Locations. Location Nummer 1 ist hier in der Hotel Lounge. Ihr seht schon diesen weißen Totenkopf. Location Nummer 2 ist unter dieser Perk-Maschine, wo ihr alle Perks kaufen könnt. Und Location Nummer 3 ist genau gegenüber, wenn ihr hier hochgeht, wo auch die Werkbank ist. Location Nummer 4 befindet sich hier unten an der Geiststation. Location Nummer 5 ist direkt bei Klaus hinten, wenn ihr rausgeht. Und die letzte Location befindet sich hier oben beim Grabstein-Perk. Einfach hochziehen, Leute, zum zerstörten Penthouse. Und gegenüber vom Grabstein-Perk, hier links an der Wand, ist es. So Leute, wenn ihr dann beide Disketten habt, dann könnt ihr Klaus wieder hier hinrufen. Dann geht er in die Maschine rein und ihr könnt ihn verbessern. Wenn ihr Klaus auf Stufe 3 rausglitschen wollt, also dass er für immer auf Stufe 3 bleibt, dann macht die erste Verbesserung so und nächste Runde dann die zweite Verbesserung mit der Methode, die ich euch jetzt zeige. Ihr braucht eine Stoppuhr, Leute. Sobald Klaus da drin ist, müsst ihr einmal bestätigen, um ihn zu verbessern. Genau wenn ihr bestätigt, macht ihr die Stoppuhr an, so wie bei mir. Und nun habt ihr 45 Sekunden Zeit, Leute. Nehmt am besten den Weg, den ich gehe, damit ihr das zeitlich auch schafft. Lauft hier runter und ruft ganze Zeit Klaus dabei. Also spammt, dass ihr den ruft und lauft hier runter, wo ich hinlaufe. Und wenn ihr dann hier seid, dann platziert Klaus hier auf diese Schienen. Und zwar muss er jetzt den Zug anhalten. Das dauert ungefähr so circa 30 Sekunden, bis der Klaus hier ist. Also immer mit der Ruhe. Sobald der Klaus dann auf der Schiene ist, dann guckt, ob er sich auch bereit macht, um den Zug anzuhalten. Der wird dann so ein Stück nach vorne laufen, genau. Ihr geht dann hier rüber, Leute, in diesen Schaltraum. Geht hier zu diesem Gleis und drückt auf Sekunde 45 auf Gleis wechseln. Wenn ihr das dann richtig gemacht habt, wird Klaus den Zug anhalten und danach wird er nicht mehr verschwinden. So Leute, ich habe das jetzt gemacht bei Klaus seiner zweiten Verbesserung, sprich ich habe nur eine Diskette reingetan und ist danach gemacht. Falls ihr Klaus auf Stufe 3 haben wollt, dann macht die erste Verbesserung einfach normal, also wenn er in dieser Maschine ist, drückt einfach auf Viereck
oder interagiert halt damit, damit der sich einmal verbessert. Dann müsst ihr eine Runde spielen und dann könnt ihr ihn auf Stufe 3 verbessern. Nur, wenn ihr da auf Bestätigen drückt, macht ihr das genauso wie jetzt. Also ihr macht eine Stoppuhr und ihr müsst dann halt wieder bei Sekunde 45 dann den Gleis wechseln, so dass er dann den Zug anhält. Und es hat dann geklappt. So, das war's dann mit dem Video, Leute. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch ein Like da, schreibt mir die Kommentare. Und für all die, die noch kein Abo bei mir haben, können das an dieser Stelle sehr gerne ändern. Ansonsten ciao und bis zum nächsten Mal.